Die Alt-4-Taste ist weg und die Endicate-Taste. Nicht deine Ernst. Ja. Alt-4? Also F4 meinst du? Ja, ich lese das, was da gerade steht. Was ist weg jetzt? Welche Tasten sind weg? Die Alt-4-Taste ist weg und die Endicate-Taste. Und die was für das hast? Die zweite Taste? Endicate-Taste schreibt er. N-I-K? Alt F4, ja, meint er. Also. Alt F4 Games, Alt F4 Games, wir sind immer da, wo die richtig schlechten Spiele sind. Ja. Überlebende. Alter, nur ja, man kann nicht wirklich schlecht, man kann nicht wirklich gut Dead by Daylight mit Killern und Überlebenden spielen, wenn man nur zu zweit ist. Ich weiß, dass es ein Joke war. Sio glaube ich nicht. Was? Er meint, das war ein Scherz. Also das mit den, ja, dachte ich mir schon. Ich hab's auch befürchtet. Aber ich glaube, sonst hätte er es mir eben direkt gesagt. Ich sagte gerade bloß Zero F's Given. Bei mir. Ich habe tatsächlich noch nie eine Tastatur kaputt gekriegt. I gave an F-Word. For your Tastatur. For your Keyboard. Das ist weg. Ach, frisches. So. Is fresh, fresh, exciting. Ach ja, doch, ich spiele mir noch mit meiner Kunst schneller hier. Näher. Ja. Nee, A. B, C, D, E, F. Der Jumpscare hat diesmal nicht geklappt. So. Ich bin gleich soweit, keine Angst. Okay, das machen wir einmal. So, ich bin gespannt, wie lang es heute dauert. Sorry, musst du was klären. Meine Jumpscares sind viel besser, die musst du nehmen. Ich kann sie gerne ausschneiden, dein Schreianfälle von vorhin. Oh ja. Die arbeite ich dann um. Es war erstaunlich, es war mal was anderes. Ja, ne? Frisches mal am Rande der Verzweiflung zu sehen. Frisches im Rage-Modus. Rage-Mode! Vor allem, ich kann mir das Bild nicht vorstellen, wie er da oben gesetzt hat und verzweifelt ist. Oh. Ja, ich weiß, wie er... Hi. Ja, ich weiß, wie er dabei aussieht. Das sind dann aber auch immer diese Momente, wo ich dann großen Bogen um ihn mache und einfach weggehe. Ja, kenne ich von meinem Vater. Manche Sachen kann man einfach nicht besser machen. Im Nachhinein lacht man dann immer drüber, aber so in dem Moment dann, ich sehe dabei geil aus. Das stimmt. Beim Wüten sein? Ja, im Rage-Modus. Oh. Ich kann mir ihn eher niedlich vorstellen. So, ai, tai, tai. Hat der Arme frisches? War das Spiel ganz böse zum Arm frisches? Nein. Oh, ai, tai, tai, tai. So ist es nicht. Nee. Nee, ich glaube, dabei würde ich mir, glaube ich, auch Sorgen machen. So ein bisschen. Jedenfalls. Niedlich. So. Will der weiterleben? Er fragt, ob du weiterleben willst. Ja. Hey, wir haben zwei Bild. Ja, ich bin schon wieder die einzige. Ich bin schon wieder die einzige Frau hier. Ja. Ja, das bist du. Ja, weißt du, Frauen oder Minderheit hier. Obwohl. Nur den Charakter nach. Wer weiß, ob Sola Pippo vielleicht auch eine Frau ist. Das stimmt. Der Sola Pippo. Ich sollte aufhören, wenn das zu essen soll. Mach ich auch. Außer mal deine Zuschauer mögen es, mich schmatzen zu hören. Weiß ich nicht.
dem Jungs auf jeden Fall das Mietschmatzen zu hören. Oder Leo ist eine Frau. Nein, ich glaube... Das letzte Mal, dass ich da unten nachgesehen habe, war es auf jeden Fall männlich. Besser mich daran, es gibt bei den Fans, in vielen Fans, Fictions und so weiter, gibt es ja das Prinzip des Gender Swaps. Mhm. Du weißt, was es so ist, oder? Ich denke. Also wenn man einfach den Charakter nimmt und alles andere beibehält, bloß dass sein Geschlecht halt von männlich zu weiblich würde oder umgekehrt. Ja, okay, dann wusste ich. Also das gegensätzliche Geschlecht. 1 Zentimeter weniger wäre es eine Prinzessin. What? Naja, das betrifft die Männlichkeit. Wenn es 1 Zentimeter weniger wäre, wäre man eine Prinzessin, hätte man gesehen. Okay. Whatever. Ja, ich kann das hier leider nicht weiter ausführen. Also wir sind zwar FSK 18, aber ich... Ne, ich kann viel. Ich jetzt fluchen? Ich will schon keine Schwierigkeiten kriegen. Kohlelager. Das Macmillan anwesend. Wir sind gleich neben dem Ding. Das ist hier mein Standard-Map, ey. Die Map mab dich halt. Mab dich. Ich sehe auch. Sie mab dich sehr. So. Also bei... Wir waren FSK 18, ernsthaft? Dann war ich so ruhig. Ja, wir waren FSK 18. Übrigens, wenn man jetzt am Haken hängt, musst du nicht mehr die Leertaste hämmern, sondern es gibt Quicktime-Events. Oh, nice. Ja. Das ist eine Änderung, die mir sehr gefällt. Ja, ja, doch. Sie ist zumindest angenehmer. Finde ich persönlich. Ja, leg definitiv. Mich im Pöppes. Nein. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Nee. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Ich bin dagegen, du... Oh, Löwe wurde erwischt. Der Teufelslöwe. Löwe. Der Teufelslöwe. Der Teufelslöwe. Und der hinten aufgehängt wurde, ja. Dann hätte ich mich doch viel mehr ausgelebt. Ich glaube, das wäre keine gute Idee gewesen. Meine armen, empfindlichen Ohren. Mhm. Ja, kennst du dieses Meme, wo einer was Böses sagt und der andere nimmt sein Kind und macht so die Hände auf die Ohren und dann so, wie konntest du nur so in dem Sinne? Und trägt es halt raus und dann halt, wenn es draußen ist, sagt es genau das böse Wort und der andere geht dann rein. Okay, ist ein bisschen schwer zu erklären. Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich meine, ich kenne es sogar. Ich meine, ich kenne es sogar. Passt gerade, kennst du so. Ja. Wie bei mir hier. Und wieder einer. Oh, da hinten ist er. Nicht in die Richtung gehen. Der kommt gerade in die... Es ist der Feind schneller. Ja. Teufelslöwe wurde schon wieder erwischt. Ich hoffe mal, er kommt nicht hierher. Mhm, hoffe ich auch. Aber ich bisher läuft gut. Mit Kaya habe ich das letzte Mal nur zweimal gewonnen. Nicht das sagen. Hey! Du sagst das auch immer. Ja, ich weiß. Aber deswegen darf ich es ja auch einmal erwähnen. Ich sag's dann auch nie wieder, versprochen. Das böse Wort. Der böse Satz, das läuft gut. Mhm. In Amerika kann man das der Kinder ist. Ja, okay, jetzt weiß ich es selber. Ich wollte gerade sagen, er ist links von rechts von mir. Im Übrigen nennt man in Amerika das Jinxen, wenn jemand was sagt und quasi man sagt so, ach, es läuft ja gerade ganz gut und dann geht was schief, dann nennt man das Jinxen, glaube ich. In Amerika. Ja, oder wie man in Deutschland sagen würde, heraufbeschwören. Hm? Okay. Kennst du das nicht? Okay, da ist er. Bye bye. Jupp, denke ich mir auch gerade. Na, Frick. Oh, der kommt zu mir. Und er hat mich. Mhm. Wo
ist er denn? Er ist immer noch hier bei mir. Cool. Also, oh, er will weniger. Okay, er läuft gerade weg. Ist er da ganz hinten? Okay. Er ist nicht mehr hier bei mir. Er hat den Löwe, Luove. Oh, er ist gleich vor der Hütte. Den Teufels-Luove. Und er hat den... Okay, der ist so gut wie tot. Könnt ihr ihn bitte geh nicht in die Hütte rein. Ah, okay. Wurde schon gerettet. Oh! So, ich glaube, ich gehe auch mal raus. Oh, scheiße. Ach, der ist bei... Nee. Doch? Nee. Ist er bei dir? Ah, nee. Bei dem anderen. Wo ist er? Da ist er. Der Teufels-Luove. Jo, ich renne hier gerade mal wieder weg. So, hier gibt es auf jeden Fall nochmal ein Totem. Das möchte ich einmal schnell zerstören. Mhm. Ah, ich glaube, ich sehe dich da an dem Generator. Kann das sein? Yep. Komm dann gleich. Oder bist du fast cool. Fertig? Nee, bin noch nicht zur Hälfte fertig. Okay, dann komm ich mal. Und da kommt auch noch ein anderer. Hey, du musst mir nicht heilen. Ich repariere besser, wenn ich angeschlagen bin. Scheiße. Da hinten ist er. Yep. Komm schon. Komm schon. Warte, ich helfe dir noch. Geschafft. Okay, immerhin. Ist ja nur mein erstes Mal. Ja, ich war noch nicht. Mein erstes Mal am Haken. Und natürlich hängt der direkten Teil da vor mir auf. Natürlich. Eine Pfeile, Pfeile, eine Pfeile aufgestellt, ja. Hallo. Oh, du könntest das sogar schaffen, glaube ich. Also er ist nicht bei mir. Obwohl, doch, da ist er. Aber er geht woanders hin. Oder auch nicht. Oh, er kommt in deine Richtung. Okay, er kommt nicht in der. Jetzt geht er woanders hin. Ah, danke. Bitte. Boy. Boy. Hallöchen. Schnitzel. Ich verschwinde, Blutspur. Heute so, noch. Ich bin jetzt da. Hatte einen Generator noch. Oh. Jetzt ist er aber noch irgendwo bei mir. Ah, ne. Geht ja, glaube ich. Er ist gerade mit dem Soloa Pepo. Ey, was geht? Hm? Hi. Was, ich kann dir helfen. Ich kann dich helfen, heilen. Ich kann dich helfen. Ich kann dich helfen, Digga. Oh, da ist er. Kommt der her. Ja, vielleicht heilst du mich doch lieber. Yep. Na, was machen wir mit Sola Pepo? Einer sollte sie retten. Mache ich am besten nicht. Ich habe noch mein Bein. Ich bin halt schon einmal am Haken gewesen. Ich werde mal mich hier drum kümmern. Ach, scheiße, der kämpft da so halb. Mhm. Alter, wie ist das mies. Der ist da im Haus drin. Yep. Da habe ich mich einmal versteckt. Kommt er hier hin? Nö, der hängt ja immer noch. Du kleines Piepkind.
Du bist so ein dreckiges Ding, ey. Was? Er weiß sich statt Dirk vorhin mal töten lassen. Ah, Frick. Hey. Okay, er ist aber auf jeden Fall in die andere Richtung gegangen. Sowas hasse ich, ey. Naja. Selbst schuld. Ah, kommt her, natürlich. Versuche ihn nicht in Richtung Hütte zu locken. Ja, Schnitzel! Okay, ich versuche ihn mal wegzulocken. Ich bin dann nämlich bei der Hütte. Nicht wohin? Ich versuche dir dann natürlich zu helfen, wenn du wieder hängen solltest. Ich habe ja die Hoffnung, dass du kommst. Natürlich. Okay. Komm schon! Gleich zur Hälfte fertig. Ah, Frick! Egal, ich wette, er hängt mich jetzt in den Keller, wetten. Ja, er hängt mich in den Keller, welche Überraschung. Wer campt hier? Ja, es wird jetzt schwierig. Mhm. Weil eben hat er so halb gekämpft halt. Mhm. Also ich sehe ihn gerade nicht, also muss er entweder oben campen oder... Die Frage, mache ich erst das Tor auf? Oh, da riskiere ich's. Also er kommt gerade in deine Richtung, yep. Also. Ich hab's gehört. Also wenn du willst, kannst du auch gehen. Oh, schaffe ich eh nicht. Ja. Yep. Oder? Wer ist jetzt? Ah. Nee. Schaffe ich nicht. Und nee. Tot. Sorry. Ach, so kurz vor dem Ziel. Yep. Ja, was soll man machen? Zeit im Keller, 18 plus. Plus 18, meine ich. Er lässt mich fallen. Ja, was willst du? Ich kann mich so nicht selber heilen. Ich glaube, er will dich leiden sehen. Das klappt so aber nicht. Das ist ja nett von dir, dass du willst, dass ich aufstehe. Steh auf, wenn du Aidaria heilst. Die Frage ist, was willst du von mir? Er will dich beim Leiden sehen. Du willst mich sowieso töten. Du wirst mich doch eh töten. Ja, was hat es gebracht, dass du mich laufen lässt? Was hat es gebracht? Hä? Was bringt dir das? Ja, du Alter, verpiss dich auch noch! Verpiss dich auch noch! Alter! Siehst du? Es gibt keine Falltür! Es gibt keine Luke! Ich komm hier nicht weg! Du brauchst da keine Falle aufstehen! Ich kann nicht aufstehen! Ich bin alleine! Hier hilft mir keiner mehr! Junge! Du bist allein, allein, allein. Ja, weißt du, und wenn ich jetzt losgehe und die Tür öffne, wirst du mich eh wieder töten. Du tötest mich trotzdem. Du tötest mich spätestens dann, wenn ich davor stehe. Spätestens dann tötest du mich. Weißt du, spätestens, wenn das Ding offen ist. Ja, genau, du kleines Arschloch, genau. Ja, und lass mich wieder fallen. Alter, was bist du für ein fucking... Bring mich doch um. Bring mich doch um. Willkommen zurück bei der Rage-Runde. Alter, wo der Einzige, der einigermaßen cool ist, scheinbar bin ich bin. Alter... Du kleines, mieses Drecksding, ey! Zuerst hat sich Frischel aufgeregt, jetzt bei Daria IP. Ich hasse dich! Was bist du für ein fucking Scheißkiller? Ey! Regt mich das auf! Was haben die Leute davon? Was haben die davon? Sie sehen dich leiden. Alter! Ey!
Nee! Dreckscamper. Krieg Aggression bei. Kriegst ja, du? Wenigstens habe ich mal einen Punkt dafür gekriegt. Wenigstens. Vielleicht schaffe ich es heute bis Stufe 13. Mhm. Ey. Reg ich mich auf. Mhm. Ich hasse diesen Killer. Zumindest den Spieler. Der Killer selber kann ja nichts für seinen Spieler. Er kann nicht aussuchen, wer ihn spielt. What? So. Ich hatte den mal, man muss vorher so was ausfüllen, so den Fragebogen, und dann wird einem der Killer zugeteilt. Nee, leider nicht. So, bei Michael Myers stalkst du gerne Leute im echten Leben. Ja? Bitte ankreuzen, ja, nein, vielleicht. Geht dich nicht nur, warte kurz. Nur wenn, ja, aber das bleibt unter uns. Nehme ich halt diese Kacktaschenlampe, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie die funktioniert. Willkommen im Club. Okay, ah. Mädel. Let's go! Zumindest weiß ich, dass die Taschenlampe bei Michael Myers nicht funktioniert. Ah ja, du hast eine Maske. Eine Maske auf, so. Alle Killer haben Masken auf. Okay, die meisten. Die meisten, nicht alle. Nicht alle, aber die meisten. So gute 75%. Ja. Alter Falter, hat sich dieser Kleine. Ich glaube, Corona hat keine Maske auf, oder? Corona? Doch, so ein maskenähnliches Ding. Aber bevor dieser blaue Geister. Der Raid die, oder wie auch. Die blaue Tuse mit ihren Glasscherben Katana? Im Arm. Die hat keine Maske. Genau, sie hat keine. Und dieses komische Krüppelmonster da auch nicht. Du meinst jetzt den Hillbilly mit der einen. Mit den Kettensägen-Dingens. Nee, ich meine den anderen. Das kleine Viech. Also nicht die Zwillinge, sondern. Ach, dieses komische Monstervieh. Die Hexe? Nee, das ist der Typ, der sich so runtergraben kann. Ich weiß gar nicht. Die Seuche? Warte mal. Ich muss das mal nachgucken. Oh. Noch hast du Zeit. Ja, noch habe ich mehr als genug Zeit. Warte kurz, ich will mal was gucken. Obwohl, ja, würde ich jetzt wieder rausgehen, das will ich auch nicht. Der Fallensteller hat eine Maske. Der Hillbilly hat eine Maske. Der Hinterwäldler hat keine. Mhm. Der Todesbote hat auch keine. Die Demogorgon. Demogorgon. Ja, genau so. Genau der hat auch keine Maske. Genau, der hat dafür nur ein sehr interessantes Gesicht. Der Trickster hat auch keine, die Zwillinge haben auch keine. Okay, die Seuche hat nur so einen komischen Hut auf. Ja, so ein komisches Dingens. Hier da. Der Alkohol, also Freddy hat auch keinen. Stimmt, Freddy hat nur einen Hut. Na gut, der Doktor hat so eine Art Maske. Nicht wirklich. Ja, das ist so ein. Ja, na gut, er so ein Dingenshelm-Ding da. Metall-Dingens. Ja. Aber ein Helm ist keine Maske. Nein. Es kann aber als solches gelten. Ja, nicht wahr. Immer doch dreimal wahr. Mehr wie du. Gummimauer. So. Nein, war Spaß. Hab mich verschluckt. Das Schwein hatte ich noch nie als Killer. Doch, hattest du. Echt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Wir hatten beide mal das gespielt. Das ist die, wo die diesen Helm aufsetzen kann. Okay.
Ich hatte jetzt auf jeden Fall mit Kaya das letzte Mal als allererstes den Oni. Den hatten wir noch nie vorher gesehen. Den Oni? Mhm. Der hat auch eine Maske. Ja, der hat eine Maske. Ein japanischer Geist. Ja. Soweit ich weiß. Hat sich gereimt. Kommt auch in Tomb Raider. In Tomb Raider. Tomb Raider 2013 kommt da auch schon, kommen die auch schon vor. Okay, 2013? In dem ersten Teil der neuen Reihe. Quasi. Ach, echt? Ja. Da kämpfst du quasi gegen die Oni am Ende. Unter anderem. Ich weiß, dass der zweite Teil der neuen Reihe irgendwie in Russland spielt oder Sibirien. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das habe ich noch nicht gespielt. Och, nicht so. Ich sag doch, Macmillan ist so mein Steckenpferd hier. Seufzendes Lagerhaus. Oh, das Lagerhaus ist traurig. Das Lagerhaus ist traurig. Das ist so. Das Lagerhaus braucht eine Umarmung. Ah, nee, das bist du nicht. Ich bin woanders. Ich bin ganz allein. Ich nicht. Du bist allein. Allein. Okay, ich korrigiere mich. Ich bin nie mehr allein. Nee, ich auch nicht. Das ist der komische Hinterwäldler-Dingens. Der Hillbilly mit der Kettensäge. Ja! Der Hügelbilly. Wo ich endlich mal versuche. Du, weißt du? Hat er dich? Nee. Ich versuche endlich mal meine Taschenlampe hier zu benutzen. Klappt's? Wird eher weniger. Eher semi-gut. Und geschafft. Sie wissen, wie man ausweicht. Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Warum? Okay, das war selbst verschuldet von mir. Wo bist du? Da ich war frustriert von meiner Taschenlampe. Und du wirst jetzt hochkommen. Kleine Taschenlampe brennen. Kleine Taschenlampe brennen? Es gibt ein Lied, das heißt, geht so kleine Taschenlampe brennen. Schöne Art auf jeden Fall. Seit wann brennen Taschenlampen? Das ist ein Kinderlied. Ja, aber ich will Logik und sinnvoll. Zum Beispiel auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Wanzen sind nicht dafür bekannt zu lauern. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Guck dir mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Eine kleine Wanz. Wanz, eine kleine Wanz. Ja, man zählt dann immer die Buchstaben fallen dann immer weg. Also. Das heißt, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Guck dir an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz. Und dann gehen immer die Buchstaben quasi weg. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wö. Eine kleine Wann. Auf der Lauer liegt eine kleine Wa. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wö. Wö. Geht aber auch mit Spin. Oder Itzy Bitsy Spider. Itzy Bitsy Spider. Ist eigentlich genau das Gleiche. Walked up the water sprout. Ist eigentlich das Gleiche. Und warum hat mich der Killer hier liegen lassen? Der ist nicht mehr. Doch, der ist hinter dem anderen her. Ja. Warte, ich bin hier gleich fertig. Oh, los geht's so hart. Und ich bin fertig. Wo bist du? Da bist du. Ich versuche gerade wegzukriechen. Wer Freude meint, ich komme dir zu Hilfe. Hüften. Hüften? Hüften. Nicht die Hülsen, sondern die Hülfen. Wieso? Die Hülfen sind die Feinde der Vampire. Der Vampire. Der Wim. Wenn wir schon hier die Wörter vertauschen, die Buchstaben vertauschen. Jo. Die Vampire. Ich hoffe mal, er kommt jetzt nicht hierher. Das höre ich ihn nicht. Okay, er ist da hinten. Mhm. Oh, Doctor Who? Doctor Who. Sie haben Doctor Who erwischt. Sie haben Dr. Wer erwischt?
Oh, okay, jetzt hängt der nächste. Da liegt der nächste. Sie haben Katscha, Schatscha, Tschatschatscha erwischt. Tschatscha, Tschatschatscha, Tschatschatscha. Jo, Schnitzel. Das war dumm, ey. Ja, das hab ich alles gesehen. Nö, mich tatsächlich nicht. Aber ich. Ja, Schnitzel! Okay. Er ist weggegangen? Ja, der ist hier noch bei mir. Schnitzel! Bye, bye! Oh, Schnitzel, ich will nicht zu euch leiden. Okay, jetzt ist ein neuer hier. Toll. Das war nicht so geplant. Super. Das läuft ja wie geschmiert hier, ne? Jetzt bleib doch mal stehen hier. Lass doch mal die Mami machen. So. Hier nicht noch. Na, jeez Louis. Okay, ich geh da mal in den Schrank. Der ist ja schon wieder. Viel Spaß damit. Ja, ich wollte gerade den Generator machen, aber der ist hier gerade. Na, ich glaub, weil, ja, ich brauch Punkte. Deswegen. Du brauchst Punkte? Ja, damit ich keinen verliere. Jetzt gleich nach dieser Runde. Damit also. Ich nicht absteige quasi. Mit meinen Pünktchen. In die zweite Bundesliga. Ja. Sozusagen. So. Aschen. Okay, er ist da hinten. Vielleicht findet er nie auf dem Weg dahin noch jemand anderen. Ja, mich. Hat er dich? Nee, aber ich habe ihn gerade gehört. Weißt du nicht, ob er immer noch bei mir ist? Dr. Who ist Dr. Dad. Okay, er kommt zu mir. Ah, nein, nicht. Okay, er hat mich. Hm. Okay, da hinten bist du. Was soll man machen? Also noch so viele Punkte ergattern, wie es geht. Und natürlich mein Wrestling kaputt. Also er scheint nicht zu campen, so viel kann ich schon mal sagen. Okay. Ist der andere auf dem Weg zu dir? Ja, ich glaube schon. Oder wenigstens würde ich das daran sehen, was er da gerade tut. Okay. Okay, er ist noch ein bisschen in der Nähe. Okay, er ist hinter den anderen her, wie ich gerade sehe. Und er hat ihn. Und er ist bei mir. Okay. Dann muss ich jetzt leider los. Also zu dir dann. Ja. Sorry. Trockene Kehle. Scheiße. Na, ja, wir sind ziemlich nah beieinander. Ja. Und da bin ich in die zweite Phase gewechselt. Okay, ist eigentlich ziemlich egal, wie du von uns beiden rettest. Jo. Ich krieg das sowieso. Hier versuche ich das einfach. Schnitzel! Run, er hat mich. Entschuldigung. Natürlich. Was soll's. Aber er ist hinter dir her. Oder hinter jemand anderem. Okay, nee, er nimmt mich doch. Schade. Ich habe so einen Perk, dass ich mich heilen kann. Was soll's. Man kann nicht alles haben. Ich bin noch. Ah, nee, du bist ja tot jetzt. Ja, yep, ich bin tot. Ja, macht nichts. Manchmal gewinnt man, mal verliert man. Versuche ich zumindest. Nicht hier in deinem Generator. Ja. Probier das mal. Aber viel bringt's ja eh nichts. Der andere hängt jetzt auch das zweite Mal. Mann, ihr hängt hier alle so also voll rum. Also das dritte Mal. Versuche jetzt hier nur noch meine Pünktchen zu machen. Ich brauche gleich nicht mehr wegrennen. Eigentlich. Ich mach's zwar trotzdem noch, aber... Ach nee. Mist.
Komm schon näher, Carlsen. Do it for me. Und so schnell, komm schon. Hey, hörst du das? Hallo? Hä? Was? Ja? Ja, so glaube ich die Kluke jetzt. Ah! Du kleines! Bringst du mich hin? Ja? Nein. Da ist die Luke. Oh, gemein. Jo. Schade. So kurz vor der Luke. Yep. Ah. Vorbei. Das hatte ich aber vorgestern mit Kaya auch. Auch? Ja, ganz kurz vor der Luke. Und einmal habe ich es tatsächlich durch die Luke geschafft. Aber habe ich es durch die Luke geschafft und das andere Mal bin ich leider vorher ops gegangen. Da hat er mich leider noch erwischt. Du hast die Ich hab jetzt mal Punkte gehalten. Ich habe keinen verloren. Nicht einer. Warum habe ich eigentlich zurzeit die meisten Punkte? Das ist seltsam. Weil alle anderen schlecht sind. Ja, aber das hat mich mit Kai schon irritiert. Weil sonst habe ich nie so viele Punkte. Am Ende einer Runde, meine ich. Beschwerst du dich gerade über Futter? Nein. So ein bisschen. Wie undankbar bist du denn überhaupt? Was macht eigentlich diese dunkle Reagenz? Verdichtet stark den dunklen Nebelschleier. Was macht das? Ich schätze mal, dass es irgendwie, dass man nicht so weit sehen kann. Gehe ich von aus? Ich habe aber keine Ahnung persönlich. Hm. Ja, ist das Ding? Dunkles Reagenz. Vor allen Dingen das gute Deutsch. Trübes Reagenz. Ja, Digga, hast du die trübe Reagenz, Digga, Alter? Klares Reagenz. Nebel. Der Nebel ist also eine quasi wirkende Funktion in jeder Runde von DBD. Man kann den Nebel nicht vollständig entfernen. Der Nebel soll bei einem Spiel, soll bei einem Spieler für ein Gefühl der Unsicherheit sorgen. Macht es ideal für Überlebende, sich zu verstecken, um dem Killer zu entkommen. Killer, die auf Tarnung beruhen, profitieren jedoch vom Nebel, besonders der Geist, der Wandler und das Schwein. Der Nebel macht es schwieriger für Überlebende, diese Killer aus der Ferne zu sehen. Achso, ich muss auch noch bereit drücken. Genau, also im Endeffekt. Nebel kann dich schützen, kann aber auch den Killer helfen. Okay. Mein Übrigen, weißt du, was ich witzig finde? Was denn? Das, was sein Charakter da anhat, ist ja irgendwie Ripped Jeans oder so? Ja, kann sein. Ich weiß, also ich habe mal gehört, dass die irgendwie teurer sind als normale Jeans. Okay. Hallo Lamarama! Schön, dass du reinschaust. Und auch dir einen wundervollen Sonntag. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Soweit. Ja, aber wenn die wirklich teurer sind, frage ich mich warum. Da ist doch eigentlich weniger Stoff dran. Ich meine, das könnte ich mir rein theoretisch in meine Hosen auch reinschneiden. Ja, aber ich schätze mal, dass sie sind teurer, weil es ein bisschen schwerer, sie ein bisschen schwerer sind herzustellen. Lass mich ausreden. Weil es schwerer ist, die Löcher so reinzumachen, dass es gut aussieht. Es sieht aber nicht gut aus. Nicht? Also manche finden das cool. Ja, aber. Und Gangster und aber, Rebel. Aber das Witzige ist. Ich habe das nämlich mal gemacht, dann mache ich einfach, nehme ich eine Schere, schneide das aus, mache dann mit einem Feuerzeug, oder habe ich das halt früher einmal gemacht, mit einem Feuerzeug, damit die Fäden nicht direkt aufgehen, und das sah gut aus. Und für den gleichen Preis. Also, ja, ist natürlich Geschmackssache, um Gottes Willen, da möchte ich hier auch keinem reinreden, aber es geht auch einfacher. Do-it-yourself-Tipps mit Aldaria. Du sollst vielleicht einen Crafting-Channel machen. Nee, sollte ich nicht.
Sollte ich wirklich nicht? Ich weiß. Ich glaube, obwohl, naja, wenn ich mir so deine Zockerhöhle so angesehen habe, die sieht schon nicht schlecht aus. Ja, meine Zockerhöhle, die hat aber eher Frisches gemacht und nicht ich. Ich habe die Wände gestrichen. Mhm. Du hast die Wände gestrichen. Look. Also meine Hosen sehen so aus nach einer durchgezechten Nacht. Von Frisches. Ist das alles Frisches? Ja. Ja, okay. Von wem sonst? Ja. Und meine, so wie Bill sehe ich aus, nachdem ich jemandem bei der Entbindung geholfen habe. Ja. Unter anderem. Wenn ich jemandem bei der Entbindung helfen würde. Warum? Was ich nicht tue. Warum nehmen die Leute nichts mit? Oder sind das alles Leute, die keine Items haben? Oder die davon ausgehen, dass sie viele Kisten finden. Ja. Ich wollte gerade sagen, Kisten futtern. Was? Kisten futtern. Sie futtern viele Kisten. Lecker Schmecker Kiste. Mein Leibgericht. Ich weiß, dass die Kisten in Dark Souls dich futtern können. Final Fantasy gibt es manchmal auch Kisten, die einfüttern können. Interessant. Und man denkt sich so, yeah, Kiste! Und dann so, oh. Dann, wir spielen gegen den Trickster. Ja, geil, ich kriege neue Items. Oh, scheiße, das ist eine Kiste, die einen angreift. Kacke. Und die sind meistens auch mega stark in Final Fantasy. Reicht. Wir spielen heute gegen den Trickster, laut den Ladebildschirm. Mein Liebling. Dein Liebling. Mal sehen, ob du ihn so gut countern kannst, wie du ihn spielst. Mit seiner Joker-Lache. Am Freitag habe ich verkackt gegen den. Oh, recht? Ja. Aber so knapp verkackt, oder? Wobei es auch teilweise Kaya schuld war. Weil er mich hat sterben lassen. Er behauptet, er hat mich nicht gesehen. Er hat mir direkt ins Gesicht geguckt. Kaya, wie konntest du? Ja. Der Blödmann hat mich einfach sterben lassen. Naja. Sag er es nicht im echten Leben tut. Nee. So weit kommt er gar nicht. Als er das eine Wochenende hier war, wollte ich ihn im Garten verschachern. What? What? Als Strafe für alle Tode in DBD. Kaya, darf ich dir meinen Schuppen zeigen? Oh, das sind aber viele Äxte. Ja, und das die ist mein Liebling. Das ist der Grund, wieso er heute nicht kommt. Er ist noch verstört. Wobei, nee, nachher ist er ja da. Nachher ist er wieder am Start. Bei den Elben. Bei den Elben, ja. Nicht zu verwechseln mit den Zwölfen. Alter, lädt das jetzt lange. Mal sehen, ob der Trickster uns austrickst oder wie der Trickster trickst. Ich hab grad mein Haargummi weggekickt. Mit den Händen. Weggekickt? Ja, ich hab hier, oder spiele immer während der Ladezeit mit meinem Haargummi so nebenbei rum. Kannst du coole Tricks damit machen? Nö. Oh. Doch, ich habe einen richtig guten Trick. Ich kann das, ich weiß, wie man das Haargummi kaputt kriegt. Yay! Oh Gott. Ich weiß gar nicht, Haargummis sind relativ billig, oder? Also das hier hält tatsächlich schon eine Menge aus. Also was ich jetzt während den letzten Streams mit dem Haargummi alles angestellt habe, das ist bewundernswert. Und das, obwohl ich für die ganze Packung weniger gezahlt habe, als jetzt... Als jetzt bei... Was? Verbindung zu das eines der Spieler zu Partie, wohin das Laden trennt. Oh, toll. Gut. Meine Punkte gehen dadurch nicht verloren. Aber what? Zum Thema Haargummi. Ja. Ich habe mal eine Meme gelesen, so, man weiß, dass es ernst wird, wenn sich das Mädel die Haare hoch
ein Haargummi umlegt, so das hier. Das stimmt. Dann weiß man, dass es ernst wird. Ja. Ich muss noch einmal ganz kurz hoch. Mhm. Ich muss einmal Frust sagen, dass er die letzte Hälfte der Pizza einmal warm machen muss. Damit ich über die Nacht Pizza. Was habe. Welche Art von Pizza? Wir haben heute bestellt und ich habe mir eine vegetarische bestellt. Habe aber nachträglich noch Schinken mit hinzugefügt, weil alles andere, was da halt drauf war, hatte ich eh schon Bock drauf. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann packe ich einfach nur noch Schinken und Mozzarella mit drauf. Schinken? Ja, ja. Und damit wir nicht noch einen Teller schmutzig machen müssen, will ich einmal kurz den Teller hochbringen. Damit Frischis Fach, pass. Mir einmal die Pizza warm machen kann. Jo, mach das, ich bleib dann hier. Ja. Also, wir sehen uns gleich. Ja, bis gleich.